Hallo, mein Name ist Andrea Kaminski-Trümner. Ich bin pädagogische Fachkraft in der Kita Mäusebrock. Wir sind heute hier, weil wir die Bibelausstellung Bibelmobil zu Gast haben, hier in der Grazischen Scheune hier in Rauschberg. In der Bibelausstellung gibt es 7 verschiedene Stationen mit allen Themen rund um das Buch der Bücher. Es gibt viel zu entdecken, es gibt Namen zu entdecken, es gibt Geschichten zu entdecken, die Herkunft der Bibel, die Entwicklung. Eine Station beinhaltet nur Kinderbücher und ja, alles, was man so rund um das Buch wissen möchte und auch neu erfahren kann. Es kam zu der Ausstellung, meine Kollegin und ich, wir absolvieren gerade eine religionspädagogische Zusatzausbildung in Hof Geismar und dort war die Bibelausstellung zu Gast und wir haben die Ausstellung besucht und wir fanden das so toll, dass wir gesagt haben, wir müssen diese Ausstellung unbedingt mal nach Rauschenberg holen. Die Bibelausstellung beginnt am Sonntag von 14 bis 17 Uhr und endet am Donnerstag um 17 Uhr. Die Bibelausstellung ist jeden Tag geöffnet von 14 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist selbstverständlich kostenfrei und für das leibliche Wohl ist auch bestens gesorgt. Es gibt jeden Tag Kaffee, Kuchen, Waffeln und kalte Getränke. Es gibt ein tolles Begleitprogramm, es gibt ein Kinderprogramm, wir haben ein Erzählzelt draußen. Dort gibt es jeden Tag um 15 Uhr eine biblische Geschichte zu hören und auch zu erleben. Und wir haben verschiedene Bastelaktionen für die Kinder vorbereitet. Ja, und freuen uns auf die kommende Woche.